Kopfes. Man hat ein. Und Dreher von Senna. In Führung liegend sieht es zunächst so aus, als würde der Brasilianer es wegwerfen. Aber jetzt werden wir verschiedene Zeitlupen sehen und das Ganze noch ausführlich analysieren. Und da kommt man zu einem anderen Eindruck. Da hat er sich eingegraben ins Kiesbett und steigt aus. Achten Sie jetzt mal, er fährt die Kurve ganz normal an. Und bang, das Heck kommt rum und er fährt fast innen über den Randstein. Also wenn, als ob das Heck plötzlich gelenkt hätte. Und da sehen Sie noch was anderes. Ein Rad dreht sich, das andere nicht. Ja. Er ist okay. Der Hintergrund hinter der ganzen Geschichte ist ein Getriebe- bzw. Differentialdefekt. Differentialdefekt hat er schon beim letzten Rennen. Jetzt geht das Heck plötzlich weg und das, er versucht dann auch mit Gegenlenken, mit wilden Gestik, das Auto zu fangen. Aber das, er ist ja fast innen über den Rand gefahren. Wenn ihm das Auto ausbrechen würde, weil er zu schnell ist, dann würde er nach außen wegrutschen. Aber er ist ja fast nach innen gefahren. Das Heck.